Meine Damen und Herren, meine Kollegen, liebe Professoren, ich freue mich unheimlich, liebe Studenten, ich freue mich unheimlich, dass ich hier vor so einem vollen Saal stehe und nicht über mein Leben erzähle, sondern über meine Forschung heute. Ich freue mich so sehr, dass auch viele der älteren Gesichter, mit denen ich hier an der Fakultät gearbeitet habe, auch hier anwesend sind. So, heute werde ich kurz meine Forschungsarbeiten präsentieren und ich werde keine technische Vorlesung, wo ich Details erkläre und Methoden und Algorithmen, sondern vielmehr meine Visionen, wo ich in nächster Zeit mit der humanoiden Robotik hin will. Und meine Motivation beim Arbeiten oder beim Forschen an humanoiden Robotern liegt in den drei Punkten, die Sie hier aufgelistet sind. Zunächst mal die Erkenntnis, dass das Bauen humanoider Roboter oder die Erschaffung humanoider Roboter das Bauen von menschzentrierten Technologien bedeutet. Technologien und Systeme, die Assistenten und die Begleiter für uns im Alltag, in der Produktion, in unterschiedlichen Umgebungen sein können, aber Technologien, die so vielseitig sind, fast wie der Mensch, das ist vielleicht eine der Motivationen, warum man humanoide Roboter bauen will, warum man nach dem Vorbild des Menschen technische Systeme erschaffen will, weil der Mensch so vielseitig ist und Vielzahl von Aufgaben mit seiner Body Morphology oder mit seinem Körper ausführen kann. Und der dritte Punkt ist, dass man hier Systeme baut und Testplattformen für andere Disziplinen, der Kognitionswissenschaftler oder Neurowissenschaftler, damit sie ihre Theorien und Methoden evaluieren können. In der Forschungscommunity der humanoiden Robotik sind meiner Meinung nach zwei Ziele oder die Ziele der Forschung, die sind zwei oder kann ich oder würde ich gerne in zwei zusammenfassen. Einmal, man wollte fortgeschrittene mechatronische Systeme, die den Menschen kopieren, bauen. Man sollte zeigen, dass man mit Methoden der Maschinenbau, der Elektrotechnik in der Lage ist, eine Kopie des Menschen zu bauen, als das Höchste an mechatronischer Integration. Und das Zweite wollte man Tools bereitstellen, um mehr über den Menschen und über künstliche Intelligenz zu verstehen. Hier liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Intelligenz einen Körper braucht, und dass der menschliche Körper oder die menschliche Morphologie die beste Morphologie ist, um die menschliche Intelligenz zu verstehen. Und die humanoide Robotik hat Fortschritte gemacht. Angefangen von 1973 mit dem Warbot 1 von der Waseda University von Professor Kato bis heute, wo der HRB 4C bzw. die neue Version von ASIMO oder den AMA 4. 2001, als der SFW hier angefangen, war auf so einer Folie oder konnte man auf so einer Folie keine Systeme aus Europa sehen. Sehr ernüchternd ist, dass wir hier unsere Systeme sehen und dass wir weitere Systeme aus Deutschland, wie aus der DLR, aus der TU München, aber auch aus Frankreich mit dem Nau-Roboter momentan sehr präsent in der Forschungscommunity sind. Einige Beispiele will ich Ihnen hier kurz demonstrieren. Im letzten November hat Honda die letzte Version von ASIMO präsentiert, der mit 9 Kilometer pro Stunde rennen kann. Das heißt, beide Beine sind für einige Millisekunden in der Luft. Die letzte Version von dem HRB-Roboter von Kawada Industrie und AIST in Tsukuba in Japan wird für Entertainment-Aufgaben hauptsächlich eingesetzt, auf Partys oder Hochzeiten in Japan. Vor ein paar Wochen hat DARPA oder Boston Dynamics im Auftrag von DARPA Patman der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Roboter, der Treppen steigen kann und der wahrscheinlich seine Anwendung im militärischen Bereich finden wird. Unten hier sehen Sie AMA 3B aus Karlsruhe, der sich auf Manipulation und Handhabungsaufgaben in einer Küchenumgebung konzentriert und dabei hier den Tisch wischt. Die Forschung an der humanoiden Robotik in Karlsruhe, die wurde durch den Sonderforschungsbereich, der vorgestern zu Ende gegangen ist, vorangetrieben.
Und in diesem Sonderforschungsbereich sind unter anderem die Systeme der AMA-Familie entstanden. Der AMA 1 und AMA 2, die inzwischen im Deutschen Museum in München sind. Der AMA 3, der ist vielleicht der prominenteste in der Familie mit 43 Freiheitsgraden und 150 Kilogramm. Und der vollautonom ist. Das heißt, er benutzt keine externen Sensorik zur Wahrnehmung der Umgebung und die komplette Rechenpower, die notwendig sind, um Algorithmen der Bildverarbeitung, Sprachverarbeitung und Regelung, die laufen on board. Der letzte der Familie ist AMA 4, einzigartig in der Anzahl seiner Freiheitsgrade, weltweit ein Rekord, 170 cm groß und 70 Kilogramm. Und das Allerwichtigste, der ist Drehmoment geregelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Roboter, der wird ohne eine künstliche Haut, die zum Beispiel Störungen wahrnimmt, in der Lage sein, zu bestimmen, welche Störung, wie stark und aus welcher Richtung, auf welchen Körperteil die auswirkt. Von besonderer Bedeutung für Sicherheit und wenn diese Roboter mit Menschen zusammenarbeiten. Und AMA 4 ist nicht nur die Mechanik oder die Elektronik, die da drin eingebaut ist. Die große Herausforderung, die man hier sieht, ist, oder die man hier hat, ist, mit dieser mechatronischen Komplexität umzugehen. Drei Rechner sind im Roboter eingebaut, 76 Mikrocontroller, die die 43 Freiheitsgrade ansteuern und über 200 Sensoren sind eingebaut. Das Ziel hier ist, dass wir mehr über das Balancieren oder die Haltungskontrolle beim Menschen verstehen wollen. Um diese mechanische oder elektronische Komplexität zu beherrschen, sind hier Methoden notwendig, die bei weitem über die Mechatronik, die wir heutzutage kennen, gehen. Diese Komplexität kann nur mit Methoden der Informatik beherrscht werden. Ein Begriff, was ich als Mechanoinformatik an der Stelle hier definieren möchte. Die Forschungsfragestellungen, die ergaben sich aus den Fragestellungen des SFW. Das heißt, diese Roboter sollen in der Lage sein, Objekte zu greifen und zu manipulieren in menschzentrierten Umgebungen. Sie sollen in der Lage sein, aus Beobachtung des Menschen zu lernen und das Beobachtete zielorientiert zu imitieren und natürlich die Interaktion und natürliche Kommunikation ist eine wesentliche Komponente, um diese Systeme oder um diese Systeme zu instruieren. Ich bin in meiner Arbeit auf die ersten zwei Punkte hier eingegangen. Der dritte Punkt wird durch die Gruppen von Professor Weibel, Professor Stiefelhagen und Schulz hier am Institut für Anthropomatik gedeckt. Was haben wir davon erreicht? Wir haben einen Roboter, der in einer Küchenumgebung in der Lage ist, eine Vielzahl von Objekten zu greifen, interaktiv instruiert durch den Menschen mit natürlicher Sprache, die Geräte in der Küche bedient, das heißt die Geschirrspülmaschine aufmachen und beladen, etwas aus dem Kühlschrank holen. Dabei sind hier Methoden der Bildverarbeitung, der Kraftpositionsregelung für Objekterkennung und Lokalisation, für die kollisionsfreie Navigation in der Umgebung oder für die natürliche Dialog und natürliche Spracherkennung hier integriert auf dem Roboter. Als wir damals mit dem SFW angefangen haben, mit dem hier als Szenario, wurden wir das Küchenszenario, das Küchen-SFW oder der Küchen-SFW genannt. Wir freuen uns unheimlich, dass dieses Szenario zu einem Benchmark der mobilen Manipulation und Greif-Community geworden ist. Ich weiß, dass man solche Systeme schwer benchmarken kann, dazu fehlen uns noch die Methoden, aber ich will nur auf ein paar Fakten hier hinweisen. Die Demonstration, die Sie sehen, und Sie sind alle herzlich eingeladen, die Demo zu einem späteren Zeitpunkt, nicht heute, bei uns live zu sehen, wurde über 500 Mal der Öffentlichkeit präsentiert, 75 Mal innerhalb von 5 Tagen auf der CeBIT dieses Jahr und 20 Mal am vorletzten Samstag
beim Fest statt der jungen Forscher. Aber es ist nicht nur das Greifen oder etwas aus dem Kühlschrank holen. Wir haben einen humanoiden Roboter gebaut, der zwei Arme hat. Das heißt, er sollte auch mal beide Arme benutzen, um zum Beispiel bimanuell oder bimanuelle Manipulationsaufgaben zu erledigen, was man hier oben sieht. Beziehungsweise liegt das Interesse daran, dass wir nicht nur Tassen und Teller und Boxen greifen, sondern dass wir jedes Objekt greifen. Wenn diese Systeme mal bei uns zu Hause sind, dann sollen sie in der Lage sein, von der alle Objekte von einer Nadel bis zu einer Bierbox mal zu greifen und hochzuheben. Das heißt, was Sie unten hier sehen, ist die Fähigkeit des Roboters, Objekte, die zunächst mal nicht greifbar, so zu manipulieren, dass sie in eine greifbare Position gebracht werden, bevor der Roboter sie endgültig hebt. Zusätzlich wollen wir mit unbekannten Objekten umgehen. Das heißt, die Fähigkeit, unbekannte Objekte zu explorieren, sowohl visuell als auch haptisch, wie viele Kinder das machen, wird hier gezeigt, wie der Roboter mit seiner Fünffingerhand, die von meinem Kollegen Stefan Schulz am Campus Nord entwickelt wurde, in der Lage ist, Eigenschaften von Objekten, Deformierbarkeit oder Nicht-Deformierbarkeit zu detektieren, aber auch in der Lage, unbekannte Objekte haptisch zu explorieren, mit der Hoffnung, dass man diese unbekannte Objekte greift, in die Hand nimmt, vor den Augen manipuliert, um mehr Ansichten, Repräsentationen zu generieren der Objekte, wie kleine Kinder, die Objekte in die Hand nehmen und anfangen, sie vor den Augen zu manipulieren, um mehr Ansichten zu generieren, die notwendig sind für die Objekterkennung später, wenn diese Objekte in der Umgebung in unterschiedlichen Orientierungen vorliegen. Zum zweiten Punkt, Lernen aus Beobachtung des Menschen, haben wir mit Methoden des markerlosen Tracking des Körpers, aber mit markerbasierten Methoden eine Bewegungsbibliothek hier erstellt, aus der Aktionen des Roboters generiert werden. Diese Roboter, die sollen nicht immer wieder für jede neue Aufgabe programmiert werden, sondern die sollen auf ein Repertoire von sensormotorischen Fähigkeiten zugreifen und die so adaptieren, verketten miteinander, um komplexere Aufgaben hier zu erstellen. Sie sehen hier, wie der Mensch eine Bewegung vormacht und der Roboter diese Bewegung nur kopiert. Um Bewegungen aber zielorientiert zu imitieren, gehört ja viel mehr dazu. Das heißt, man braucht hier Repräsentationen, bei denen eine Parametrisierung der Aktionen möglich ist. In den Beispielen hier sehen Sie, wie man mit kanonischen Systemen von Differentialgleichungen, sogenannte Dynamic Movement Primitives, die sich auf unterschiedliche Start- und Endkonfigurationen adaptieren können. In dem Fall sind das die Positionen der Objekte zum Beispiel, solche Aufgaben ausführen kann. In dem Fall sind die Parameter die Form der Trajektorie und die Frequenz, die man adaptieren kann, um zum Beispiel den Tisch schneller, langsamer oder größere Flächen oder kleinere Flächen wischen zu können. Der letzte Punkt von den Fähigkeiten, die bis jetzt vorhanden sind, die die AMA-Roboter können, ist die Fähigkeit der physikalischen Interaktion und Kooperation mit Menschen. Das heißt, Sie sehen hier, wie der Mensch den Roboter kraftgeregelt mit dem Roboter tanzt sozusagen. Das ist ein zusätzlicher Kommunikationskanal, durch den man einen Roboter zum Beispiel zur Seite schieben kann und in die Ecke abstellt, wenn er im Weg ist. Was Sie hier sehen in dem Beispiel, ist eine Untersuchung, wie der Roboter eine Prädiktion der menschlichen Bewegung machen kann und wie Kraftinformation, die der Mensch am anderen Ende des langen Objekts ausübt, in Bewegungskommandos oder Bewegungsvorgaben für den Roboter übertragen werden. Wenn wir alles da betrachten, dann denken wir, das ist schon viel und das ist viel in unserer Community, glauben Sie mir. Aber trotzdem, die aktuellen Systeme, die sind noch sehr limitiert in ihren Fähigkeiten. Ich habe hier zwei Beispiele aus der Greif- und Manipulationsszene. Einmal die AMA-Demo, die wir kennen, und einmal die Wello Garage-Demo, die sehr bekannt und sehr berühmt zurzeit in der Presse ist.
Und wir können mal kurz gucken, was sind eigentlich die Limitationen. Wenn ich mal an die Geschirrspülmaschine denke, da braucht der Arme etwa 2 Minuten, um die Geschirrspülmaschine aufzumachen. Meine Tochter, die 5 Jahre alt, die schafft es in 4 Sekunden etwa. Der Arme hat 2 Batterien, die wiegen ungefähr 100 Kilogramm und die erlauben einen Betrieb von etwa 2 bis 3 Stunden. Die Fähigkeit zu lernen und zur Interaktion mit den Menschen auf natürlichem Wege im 24-7-Betrieb, ja, Tag und Nacht, ist sehr limitiert und eingeschränkt. Und die allergrößte Limitation oder Einschränkung ist die Adaptivität dieser Systeme bezüglich neuer Aufgaben bzw. bezüglich neuer Umgebungen. Das Problem, was wir haben, eigentlich haben Sie vielleicht bemerkt, ist dieses X in der Robotik. Das X in der Robotik ist nicht das X, was man kennt in Self-X, also wo man über selbstorganisierende oder Self-Repair-Systeme redet. Und nicht das X, was man kennt in Co-X, Co-Inhabitor oder Co-Protector oder Co-Worker. Das X ist nicht die Zustandsvariable in dynamischen Systemen, die die Regelungstechniker kennen, sondern das X ist eigentlich der Faktor, bei dem wir unsere Videos beschleunigen müssen, damit die Roboter Menschen ähnlich bewegen. Und meistens ist dieses X leider größer 1. Es gibt ein paar Gegenbeispiele. Das ist eine Arbeit, wo eine hochdynamische Dreifingerhand, die unter anderem von Professor Kaneko an der Osaka University entwickelt wurde, und Beispiel des Ballfangens der DLR aus München. Was sind die Limitationen oder die Challenges gleichzeitig, die man hier hat? Ich habe hier eine Auflistung. Natürlich ist das jetzt meine subjektive Meinung, aber auf jeden Fall die Actuation. Das heißt, bessere Aktuatoren mit mehr Geschwindigkeit und mehr Kraftfähigkeit. Aktoren, die auch energieeffizient und compliant sind. Auf der Sensorikseite möchte ich nur künstliche Haut für eine sichere Interaktion mit den Menschen hier erwähnen. Auf der Seite des Rechenpowers, was man noch gerne oder so gerne hat, Low-Power-Systeme, aber auch Dependable Softwares für diese sehr komplexen Mechanoinformatik-Systeme, die wie AMA 4. Die Fähigkeit zur Interaktion in 24-7 Manner, aber auch des Lernens aus Beobachtung des Menschen und aus Erfahrung. Und ganz wichtig ist das Lernen aus Fehlern. Und als letztes die Fähigkeit der Prädiktion basierend auf wenig Erfahrung. Wie können wir diese Limitationen hier ein bisschen relaxen oder schwächen? Viele Leute sagen, wir müssen Robotik überdenken. Wir müssen die Art und Weise, wie wir unsere Roboter bauen, überdenken und über neue Wege der Aktuierung, der Wahrnehmung bzw. auch der Informationsverarbeitung hier angehen. Ich werde Ihnen heute 3 Beispiele geben, die in diese Richtung gehen. Auf der einen Seite werde ich Ihnen zeigen, wie man einheitliche sensormotorische Repräsentationen für das Greifen generieren kann, die eine Vereinheitlichung von Perzeption und Aktionsrepräsentationen darstellen. Ich werde ein Paradigma, was man bis jetzt in der kognitiven Systeme nicht kennt, Ihnen ist das Paradigma Sense Plan Act bekannt, aber nicht Predict Act Sense. Und als letztes werde ich kurz erklären, warum wir noch humanoide Roboter bauen sollen, wenn wir so viele Aufgaben wie die Küchenaufgaben mit auch einer nicht-humanoiden Form ausführen oder erledigen können. Zum ersten Punkt, sensormotorische Repräsentationen oder einheitliche sensormotorische Repräsentationen. In Robotik sind Perzeption und Aktion wurden als getrennte Prozesse betrachtet. Beim Menschen wissen wir oder weiß man, dass Perzeption und Aktion unzertrennbar sind. Unter der Federführung von Karlsruhe hier haben wir im Rahmen von einem integrierten Projekt Baku Plus eine Formalisierung für die Kopplung zwischen Perzeption und Aktion erreicht, bei der wir sagen, dass Objekte nicht definiert sind durch ihre Form und ihre Merkmale und ihre Farbe,
sondern Objekte sind definiert und kategorisierbar durch die Aktionen, die man drauf ausführen kann. Das heißt, eine Tasse ist eine Tasse, weil man daraus trinken kann, und ein Stuhl ist ein Stuhl, weil man darauf sitzen kann. Auf der anderen Seite, Objekte schlagen auch Aktionen vor. Ein Ball schlägt die Aktion des Werfens normalerweise und ein Stift die Aktion des Schreibens. So, die Frage ist, lässt sich diese einheitliche Repräsentation, was wir Object Action Complexes, OACs, genannt haben, weiterhin vereinheitlichen? Denn Objekte lassen sich anhand in unterschiedlichen Merkmalsräumen darstellen. Anhand von Form, anhand von Farbe. Aktionen, die ein Roboter ausführt, lassen sich auch in unterschiedlichen Räumen darstellen. Ich kann eine, oder der Roboter kann eine Fläche greifen, indem man die Aufgabe im Aufgabenraum definiert oder im Gelenkwinkelraum. Die Frage ist, gibt es einen Sensorraum oder einen Aktionsraum, der für alles einheitlich ist? So wie ein Maschinencode für Rechner beispielsweise. Ein Maschinencode, der von allen Rechnern verstanden wird, aber wo wir unsere Hochprogrammiersprachen haben, die unsere Programme in dieses Maschinencode übersetzen. Und hier kommt, oder hier ist mein Vorschlag oder meine These, dass die Kraft ist eigentlich, oder der Kraftraum ist der wesentliche Raum, in dem wir das machen. Und das will ich kurz anhand von Greifen hier skizzieren. Das heißt, dass Kraft hier wesentlich für die Interaktion mit der Umgebung ist, das ist unumstritten, aber Kinder in den ersten Phasen des Greifens, die verlassen sich hauptsächlich auf Kontakt und Kraftinformation. Andere sensorische Modalitäten wie visuelle oder akustische Merkmale kommen später dazu. Das heißt, meine These ist, ich behaupte, dass Objekte, Agenten und Aktionen können beschrieben werden im Kraftraum. So. Dazu, das heißt, wir müssen alle Aktionen des Roboters, alle sensorischen Modalitäten wie Position, wie Kontaktinformation, visuelle Information und akustische Information auf den Kraftraum abbilden. Die Regelungstechniker unter uns, die kennen das. Wir reden die ganze Zeit von hybrider Position, Kraftregelung. Das heißt, die Dualität zwischen Position und Kraft existiert. Wie sieht es aus mit anderen Modalitäten, mit Bildverarbeitung oder mit akustischer Information? Wir wissen auch, dass die Stärke eines Signals auch proportional zur Kraft, die ich hier ausübe, wenn ich auf den Tisch klopfe. Das heißt, mein Ziel ist, dass diese sogenannten sensomotorischen Force Fields oder Kraftfelder, die sind eigentlich, dass man im Gedächtnis eines Roboters speichert. Und die gesamte Aktion eines Armes und die koordinierte Bewegung von über 22 Freiheitsgrade oder Bewegungsgelenke der Hand zu den Kontaktpunkten am Objekt, die ergibt sich als ein Equilibrium innerhalb von diesen sensomotorischen Feldern aus den unterschiedlichen Modalitäten. Was sind die Kernfragestellungen, die man hier hat? Das heißt, wir haben hier nicht nur die Kopplung zwischen Perzeption und Aktion, wie wir das bei den OACs kennengelernt haben, sondern wir haben diese Kopplung nochmal einen Schritt weiter in den Force-Raum transferiert. Die Forschungsfragestellungen, die sich hier zu bewältigen sind, ist die Definition von Gesetzen, die für das Mapping oder für die Abbildung von unterschiedlichen sensorischen Modalitäten auf Kraft dienen, die mathematische und algorithmische Modellierung von diesen sensomotorischen Feldern, aber auch die Definition einer Arithmetik, wie wir mit unterschiedlichen sensomotorischen Feldern, die aus der Bildverarbeitung kommen, aus Akustik oder aus der Aktion des Agenten, wie können die zusammenspielen, um eine Greifbewegung beispielsweise auszuführen? Ein erster Schritt in die Richtung will ich Ihnen zeigen, wie man mit Hilfe von taktiler Information, also Kontaktinformation an den Fingern der Hand, in der Lage ist, Objekte mit minimaler Beteiligung von visueller Information hier zu greifen. Das heißt, diese Kontakte und die Korrekturbewegungen der Finger, die der Roboter hier am Objekt ausführt,
die reichen aus, um unbekannte Objekte basierend auf nur haptischer Information hier zu greifen. Das nächste ist, was ich das Predikt-Akzent nenne. Wie wir wissen, wie Greifen funktioniert, man hat eine Aufgabe, wo der Roboter zunächst mal wissen soll, was steht da, wo ist das Zielobjekt. Da muss eine Bewegung geplant haben, ein bestimmter Griff ausgewählt oder bestimmt werden und anschließend ausgeführt werden. Das heißt, hier im Großen, der Roboter bildet diese Repräsentation und wenn man das hat, dann kann diese Bewegung hier ausgeführt werden. Das ist also das klassische Planen, also Wahrnehmen, Verarbeitung der wahrgenommenen Information und Generierung von Aktionen, um die Aufgabe auszuführen. Aber Greifen beim Menschen ist eigentlich anders. Beim Menschen gibt es Evidenz in der Neurobiologie, dass Menschen interne Modelle beim Greifen benutzen. Das heißt, was wir haben ein motorisches System, bestehend aus Muskeln, Gelenke und Knochen. Motorbefehle werden hier vorgegeben. Es werden Gelenk- oder Bewegungstrajektorien generiert. Unser Gehirn berechnet diese Motorbefehle ausgehend von einer gewünschten Trajektorie mit Hilfe von inversen Modellen des motorischen Systems. Und was unser Gehirn noch macht, mit einer Efferenzkopie von diesen Motorkommandos, die zu den Muskeln geschickt werden, wird zu einem Prädiktor, zu einer Vorhersageeinheit hier weitergeleitet, die mit Hilfe von einem Vorwärtsmodell des Motorsystems eine Prädiktion der Konsequenzen der Aktion macht. Beim Greifen ist es naheliegend an dem Beispiel, wenn man über das prädiktive Kontrolle bei der Anpassung oder bei der Prädiktion der Griffkraft, die man an einem Objekt auszuüben hat, wird vielleicht ein bisschen verständlich. Aber ich will ein einfacheres Beispiel geben, mit dem man das erklärt. Stellen Sie sich mal vor, Sie spielen Tennis oder Tischtennis. Ja? Und wenn Sie Tennis spielen und Sie gucken immer den Ball, und dann generieren Sie Ihre Aktionen, generieren Sie darauf basierend die Aktionen, dann würden Sie immer verlieren. Das heißt, die Reaktion basierend auf Beobachtung des Balles in dem Beispiel, die würde immer zu spät sein. Weil die Zeit, die ein Ball braucht, von der einen Seite des Tisches zur anderen Seite, ist wesentlich kürzer als die Zeit, die notwendig ist, um die Motorkommandos an den Muskeln zu schicken, die dann diese Aktion zielgerichtet, wohlgemerkt, wir Tennisschläger oder Tennisspieler schlagen Bälle mit 120 Kilometer pro Stunde zurück in einer sehr perfekten und zielgerichteten, auf eine perfekte und zielgerichtete Art und Weise. Das heißt, Tennisspielen ist nicht Beobachtung des Balles und Planen von Bewegungen und dann deren Ausführung. Tennisspielen ist zunächst mal eine Prädiktion, und zwar nicht anhand von dem wichtigsten Objekt im Spiel, nicht der Ball, sondern eine Prädiktion anhand der Bewegung des Gegenspielers. Und dann die Aktion, um den Ball zurückzuschlagen und anschließend die Wahrnehmung, um zu gucken, was waren die Konsequenzen meiner Aktion, um den nächsten Prädiktionsschritt zu machen. Das heißt, jeder, der Tennis spielt, basierend auf Sense Plan Act, der wird verlieren. Weil Tennis spielen ist mehr ein Predict-Akzents-Prinzip. Ich habe versprochen, heute nicht zu überziehen, aber Herr Wörn hat überzogen. Das heißt, es bleiben mir, glaube ich, noch mehr als 10 Minuten, oder? Genau. Der letzte Punkt, worauf ich hier eingehen will, ist eigentlich, warum sollen wir noch einen humanoiden Roboter forschen? Aufgaben in der Küche kann man mit einer nicht humanoiden Form machen. Viele, viele Gruppen machen das, Wello Garage zum Beispiel. Ja. Ich will Ihnen überzeugen, dass Humanoide immer noch gut sind und immer noch gut bleiben werden. So, und das ist, was ich vorhabe. Ich will humanoide Roboter mit einer Doppelfunktion bauen. Ja.
Auf der einen Seite Roboter, die natürlich mit unseren Abmessungen sind, die natürlich so aufgebaut wie wir, weil die Interaktion meiner Meinung nach einfacher und die Vorhersage von Bewegungen für den Menschen einfacher ist. Die sollen auf der einen Seite natürlich Assistenten oder Begleiter im Alltag und im Leben sein. Und auf der anderen Seite, die sollen anziehbar sein. Das heißt, ein Roboter, den man tatsächlich anziehen kann. Auf der einen Seite sehen Sie hier den ersten Entwurf von AMA 5. Ja, das ist die Hose von diesem Roboter im angezogenen Zustand. Und auf der anderen Seite, der Roboter soll auch autonom funktionieren. Ja, das ist der autonome Zustand, wo kein Mensch drin ist. Wir sehen hier eine Hüfte, die hier angebracht ist, 5 Beine mit 5 Bewegungsfreiheitsgraden, mit speziellen Antrieben, die wir gerade basierend auf existierender Technologie entwickelt haben. Das heißt, mit Hilfe von Elektromotoren und von Federn wurden hier neue lineare elastische Antriebe hier gebaut mit 2 normalen Motoren, die wie in AMA 4 eingebaut sind und 2 Federn, wo man deren Steifigkeit auch variieren oder anpassen kann. Natürlich, der Roboter muss auch wahrnehmen können. Der hat einen Helm bzw. einen Kopf. Sehen Sie hier ein Beispiel und der wird in der Lage natürlich zu sehen, zu hören, zu riechen. Und vielleicht besser als Menschen zu sehen. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie wollen nachts genauso gut sehen wie tagsüber. Damit können wir das mit der Technik. Mit der Technik könnte man sowas erreichen. Und wenn man den Helm hier anzieht, dann könnte diesen Helm uns in Regionen oder Gegenden, die wir nicht kennen, fremden Gegenden führen. Ich kann dem Helm sagen, bring mich ins Caminetto oder in die Mensa oder zur Informatikfakultät. So, das Ganze soll natürlich hier Nutzen von heutigen existierenden Technologien der Navigation, soll mit jedem Smartphone von der Person, von der gesunden Person zunächst mal verbunden werden und dann uns hier in unserem Leben helfen. Auf der anderen Seite natürlich mit Arbeiten in der Gruppe von Professor Stiefelhagen eignet sich das hervorragend für blinde Menschen, ja, die das anziehen können, und die dann besser in ihrem Leben oder sich besser zurechtfinden. Hier ist ein Beispiel, wie das Ganze momentan aussieht im angezogenen Zustand. Das Ganze soll skalierbar. Es gibt hier Sportbänder an den Seiten, wo auch Vibrationsmotoren, das heißt der Helm, der redet nicht zu uns und sagt nach links oder rechts oder pass auf, jetzt kommen Treppen, sondern der kann auch durch Vibration an der Seite zum Beispiel uns auf diese Ereignisse aufmerksam machen. Der Oberkörper sieht man hier von AMA 5, der wurde zum großen Teil am IPEC in der Gruppe von Professor Alberts hier entwickelt, also wo praktisch eine komplette auch Aktuierung des Oberkörpers hier vorgesehen ist. Die Frage ist, warum brauchen wir das? Warum brauchen wir das? Ich will Technologien bauen, die Lebensqualität des Menschen verbessern. Physikalische, körperliche Fähigkeiten des Menschen besser machen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen schneller tippen. Ja? Oder vielleicht mit 12 Fingern tippen für uns Informatiker. Das wäre ja noch was. So, das heißt, oder Piano spielen oder andere Sachen, die wir mit unserem motorischen System oder sensorischen System nicht machen können, als gesunde Menschen. Ja? Das heißt, hier tatsächlich die physikalischen Fähigkeiten von Menschen verbessern, indem mehr Kraft, mehr Eleganz, mehr Präzision und auch Prädiktionsmöglichkeiten hier. Mein Traum sind faltbare Aktor-Sensoreinheiten, faltbar, die man über den Körper anzieht, die noch als Aktuatoren funktionieren, aber auch als Sensoren. Natürlich ist es ein Ziel, was ohne die Mitwirkung vieler oder anderer Forschungsrichtungen nicht möglich sind. Ich denke hier an multifunktionalen Nanomaterialien oder neue Methoden für die Herstellung von dieser besonderen Mensch-Maschine-Symbiose. Auf der anderen Seite gibt es erste Geräte, die man kennt von
führenden Industrie-Autohersteller oder Automobilhersteller wie Honda, wo japanische Arbeiter hier mit so einer Gehhilfe ausgestattet sind, damit ihre Beine beim Arbeiten in einer Fabrik entlastet werden. Man arbeitet ja 40, 50 Jahre, 8 Stunden pro Tag. Auf die Dauer wird jedem das vielleicht zu viel. Der dritte Punkt, wenn es um Behinderungen geht, Leute mit physikalischen Einschränkungen. Ja, in Europa oder in den USA sind pro Jahr 500.000 Leute mit Schlaganfall. In Europa sind es 1,1 Millionen pro Jahr. Und das Ganze nimmt zu mit zunehmendem Alter. Und wenn wir daran denken, dass wir in Europa in 40 Jahren über 35% der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein wird, dann ist das vielleicht eine Killer-Applikation für humanoide Technologien. Ja? Der dritte Punkt ist personalisierte Therapie und neue Rehabilitationsmethoden in der Medizin. Es gibt Systeme, die nach Operationen im Knie oder im Bein hier eingesetzt werden. Das ist das Locomat-System. Aber ich stelle mir vor, ein personalisiertes Gerät, was man mit sich trägt, wo auch die Therapie oder den Heilungsprozess auch automatisch überwacht wird, beziehungsweise automatisch adaptiert wird. Und der nächste Punkt ist neue Generation von Telepräsenzsystemen. Wir kennen alle die Weltraumanzüge für Astronauten. Die schützen Astronauten vor Temperaturschwankungen von über 300 Grad. Ja? Das ist ein komplettes System, wo ein Monitoring-System über den Sauerstoffzustand, über den aktuellen Zustand, Gesundheitszustand auch von den Astronauten. Die Frage ist, warum bauen wir diese Anzüge nicht für andere Katastrophengebiete? Zum Beispiel Anzüge, mit denen japanische Arbeiter in Fukushima hätten reingehen können. Die müssen nur radioaktiv resistent sein. Wir müssen sie nicht autonom steuern, weil der Mensch drin steckt. Das heißt, der Mensch, wir nutzen eigentlich das menschliche Gehirn und alles, was wir können, nur um diese Systeme zu steuern. Wir müssen nur die Systeme aktuieren, weil wir wissen im radioaktiven Fall, dass diese Anzüge vielleicht aus Blei sein sollen und Blei sehr schwer ist. Wir können das nicht bewegen. Das Gleiche können wir machen vor Katastrophen wie im Golf von Mexiko. Warum nicht solche Anzüge, mit denen man tausende von Meter tauchen kann und so ein Ölleck innerhalb von einer Stunde beheben kann und nicht von einem Monat beheben kann? Das sind ähnliche, vielleicht duale Anforderungen an die Anzüge, die man im Weltraum hier kennt. Als Zusammenfassung will ich hier kurz sagen, dass viele der Konzepte der humanoiden Technologien transferierbar sind auf anziehbare Roboter oder aktuierte Exoskeletons. Die Herausforderungen auf jeden Fall die Skalierbarkeit und Adaptierbarkeit dieser Anzüge auf jeden. Das heißt, eine der Limitationen von dem aktuellen Marktführer auf dem Gebiet von Exoskeletons, Cyberdyne in Japan, ist die Tatsache, dass man für jede Person einen Anzug bauen muss. Die Frage ist, wie können wir solche Anzüge aus wahrscheinlich flexiblen Materialien, also faltbare Sensoraktoreinheiten bauen, die auch für jeden gehen, die man skalieren kann. Der zweite Punkt, wie kann man diese Anzüge zum menschlichen Körper hier mit dem menschlichen Körper verbinden? Ich denke, dass man hier auf nicht-invasive Technologien einsetzen muss. Das heißt, Erfassung von Biosignale auf nicht-invasiven Weg, um diese Anzüge mal zu steuern. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Prädiktion von der Absicht von dem Menschen. Das ist eine Herausforderung, weil wir haben zwei Systeme in einem. Wir haben einen Menschen und eine Maschine in einem. Man spricht von einem Shared-Control-Architektur, wo praktisch die Rollenverteilung, aber auch die Prädiktion der Bewegung des Menschen von entscheidender Bedeutung ist. Natürlich die Aktuierung und die Wahrnehmung oder die Materialien. Und nicht zuletzt ist die Energieeffizienz.
die Metriken oder die Benchmarks, die ich mir vorgenommen habe für die erste Version, ist, dass so ein Roboter bis zu 50% des Körpergewichts tragen soll und autonom eine Stunde funktionieren soll. Das heißt, die Frage nach der Energie hier bleibt natürlich eine ganz wichtige und spannende Frage. Wenn wir jetzt an Hochperformance in humanoiden Technologien, wie der Titel hier des Vortrags war, denken, dann sind das für mich Systeme, die tatsächlich im Alltag in 24/7-Betrieb operieren können und näher den menschlichen Fähigkeiten sind, was Manipulation, Lernen und Interaktion angeht. Hochperformante, anziehbare Humanoide, ich habe Ihnen heute mehrere Beispiele hierzu gegeben, und dann neue Generationen von Telepräsenzsystemen, also wo Mensch und Maschine oder wo der Mensch, wo die Maschine mit dem Gehirn eines Menschen gesteuert wird, um zum Beispiel in Katastrophenszenarien hier effektiver arbeiten zu können. Und der letzte Beispiel ist natürlich, wir wollen den Menschen verstehen. Und bei dieser hochperformanten Humanoiden will ich vor allem die menschliche Körperdynamik verstehen. Hierzu habe ich zwei Beispiele, über die ich heute nicht geredet habe. Einmal, warum man einen Roboter baut, der Tennis spielen kann, kann vielleicht aus der einen Folie raus, oder wo man einen Roboter baut, der Tango tanzen kann. Das heißt, das sind wo hochdynamische Aspekte des Körperbalancieren, der Prädiktion, aber der Hochperformance, der Aktuierung und der Wahrnehmung eine wesentliche Rolle spielt. Das sind die Forschungsthemen, mit denen wir sich beschäftigen in der Gruppe Humanoide Robotik, auch unter der Führung von Professor Dillmann. Und das wird sich nicht viel ändern jetzt hier an den Themen. Das sind die Methoden, die wir einsetzen. Ja, also von randomisierten Algorithmen bis hin zu Methoden der Bewegungsalphabete oder Grammatiken, um Roboter zu programmieren. Meine Vorlesungen, ich habe erfahren, dass man erzählen soll, welche Vorlesungen man hier halten wird. Ich werde meine Vorlesung, die ich momentan halte, zum Thema humanoide Robotik in zwei splitten, weil der Stoff zu groß ist. Ich werde weiterhin die Vorlesung Shanghai Lectures, das ist eine Vorlesung, die in 15 Universitäten übertragen wird, also Tokio, Zürich, Karlsruhe, München, UC, CMU, unter der Leitung von Professor Rolf Pfeiffer. Ich werde eine neue Vorlesung zum Thema Mechanoinformatik und Kognitronics anbieten, als eine fakultätsübergreifende Vorlesung, wo man tatsächlich vor allem den Fokus auf Methoden der Informatik für die Realisierung von mechatronischen Systemen legt, aber die Sicht auf den Menschen. Also, dass man immer diese Inspiration vom Menschen nimmt und guckt, wie man technische Realisierungen, mechatronische technische Realisierungen von biologischem Vorbild hier macht. Eine neue Vorlesung zum Thema kognitive Robotik und dann meine zwei Lieblingsvorlesungen, Technische Informatik 1 und Technische Informatik 2, die heißen inzwischen Digitaltechnik und Entwurfsverfahren oder Rechnerorganisation, die werde ich natürlich weiterhin halten. Ich freue mich so sehr, dass die zwei ersten Professoren, mit denen ich die Vorlesungen hier in Karlsruhe oder für Sie ich die Vorlesungen in Karlsruhe betreut habe, hier heute auch hier anwesend sind, Professor Schmidt und Professor Görke. Dann natürlich die Praktika und weitere Seminare. Die Vorlesungen Jetzt kommen wir zum Allerwichtigsten, und zwar in dieser Runde nochmal möchte ich meinen tiefsten Dank an Herrn Professor Dillmann hier aussprechen für die langjährige Betreuung, für die langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft. Ich hoffe auch, dass es noch sehr lange dauern wird und dass wir nach wie vor ein unschlagbares Team bleiben. Ich möchte auch meine Familie, das ist Sandra und Chiara und Lorenzo, die sitzen hier, danken, vor allem für das Verständnis, das sie mir entgegengebracht haben, dass ich nicht so viel Zeit für sie habe. Und natürlich möchte ich allen Studenten, vor allem hier auch Mitarbeiter der Humanoids Group, danken
weil ohne die wäre die ganze Arbeit nicht möglich gewesen. Und ohne das Geld, was man dazu braucht, würde es auch nicht gehen. An der Stelle natürlich herzlichen Dank an die Deutsche Forschungsgemeinschaft für einen erfolgreichen Sonderforschungsbereich 588. Ich habe es genossen, vom ersten Tag bis zum letzten Tag in diesem SFW zu sein, aber auch an der Europäischen Kommission mit mehreren europäischen Projekten, Experience, Paco Plus und Grasp, und mit der Hoffnung bald, dass wir mit dem Robotic Flagship auch hier eine zentrale Rolle der Robotikforschung in Europa spielen können.